Nein, beide 16 Jahre. Ach, dann ist ja gut. Dann gibt es ja keinen Streit. Forschung ist jetzt fertig. 12 Metall. Ah, braucht doch nicht mal irgendwas Spezielles. Und das Ding ist natürlich normal groß. Da kann ich bestimmt viele Kinder drin arbeiten lassen. Nein, geht hier nicht. Ist nicht Frostpunk. Oh, ich kann sogar wirklich viele Kinder drin arbeiten. Als Männer. Menschen. Kneipe wird wieder Hand fehlen. Müsste ein weiteres Bewässerungssystem machen. Würde bedeuten, ich brauche noch mehr Zisternen. Bin eh überrascht, dass das mit dem Wasser funktioniert. Anscheinend lernen die Kinder in der Schule auch, wie sie weniger essen. Ha! Jetzt gibt's auch noch Wild. Eine Weide mit Büffel ist auch gut. Die geben Fleisch und Milch, kann gut helfen. Ich habe eine Büffelweide hier links. Ich wollte aber ein weiteres Nahrungsmittel haben. Oder sollte ich einfach auf Büffel bleiben? Ich glaube, ich bleibe auf Büffel. Die bringen einfach mehr gerade. Gibt kein Gebäude abreißen. Das Spiel ist sich darauf ausgelegt, was mal ab, also irgendwann mal was Größeres abzureißen. Abzureißen. Als Hotkey. Also entfernen ist es schon mal nicht. Es gibt Hühner, die du halten kannst. Die musst du aber auch erst fangen oder finden.
anderer verrückter Krimskrams. Achso, ich musste nur eins von den Sachen auf das Maximum bringen. Ja, dann ist das geschafft. Da könnte auch was drin sein. Hirsche, Büffel, Hühner, Kojoten, Wildschweine. Das könnten die Tiere sein, die man halten kann. Wieder richtig schön Strahlungsregen. Beim nächsten Szenario darf ich nicht so viele Häuser bauen. Jetzt habe ich wieder eine Hochzeit. An Einwohnern, das wird aber auch wieder fallen. Sieht ja merkwürdig aus. Gar nichts los auf dem Friedhof. Sterben die außerhalb von meinem Gebiet? Gehen die einfach in den Wald und legen sich dahin und sind tot? Erledige 1 von 6. Ach, das ist damit gemeint. Oh, vielen Dank, Honigkuchen, für die 10 Stufe 1 Abos. Vielen Dank fürs Verschenken und für den Support. Dankeschön. Inzwischen ist 10 so diese Standardverschenkzahl hier für Abos, habe ich das Gefühl. Weil ihr alle so ein bisschen verrückt seid. Nicht, dass ich das schlimm finde. Guck mal, da steht, welche Tierarten man halten kann. Ja, Rehe, Wildschweine, Hasen, Ziegen, Hühner und Büffel. Und ich glaube, ich habe der Jod
Tabletten wieder angeboten, obwohl ich keine habe. Dafür muss ich auch erst Minen bauen, die ich auch noch nicht habe, weil dafür fehlt mir auch noch die Forschung. Versorgen wir mal das Arbeiterviertel mit ein bisschen Elektrizität. Okay, wir sind am Stützpunkt angekommen. Wenn man sich hier so umsieht, kommt einem diese Redewendung aus diesem alten Weltall in Sinn. So, schauen wir uns die Ostseite an. Wie ging das noch? Im Hangar scheint es Forschung zu geben. Der Pfarrer aus der Endzone hatte das damals immer den Kindern vorgelesen. Genau, Schwerter zu Pflugscharen. In dem Sinne, wo sollen wir anfangen, Boss? Ich sag noch eine Schutzmaske, sieht ganz anders aus als die Masken, die wir kennen. Scheint wohl ein spezieller Filter angebracht zu sein. Wir nehmen die mal lieber mit. Danke, Kaliston, fürs Folgen. Wahnsinns Aussicht von hier. Und es gibt natürlich Joints auf dieser Militärbasis. Doc konnte gleich erkennen, dass einige der Medikamente gar nicht wirklich ablaufen können. Und auf dem Schrank liegen noch Pläne. Sieht aus wie eines der Zelte, nur größer, Boss. Ich glaube, es sollte ein offener Pavillon werden. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, dass du halt auch Dekorationsgegenstände finden kannst in diesen Expeditionen. So, mit dem eingepackten Werkzeug kriegen wir alles auf. Verrückt, hier steht sogar ein alter Panzer rum. Kaum vorzustellen, dass diese Dinge einzig zu dem Zweck gebaut wurden, andere Menschen über den Haufen zu schießen. Wir haben heute wirklich andere Sorgen, was? Wie dem auch sei, wir haben aus den Fahrzeugen alles rausgeholt, was noch brauchbar war. Da sind nämlich schon Metallprojektile. Aber auch Jodtabletten, obwohl die Medizin ist auch nicht so wichtig. Ja, alles kann ich eh nicht mittragen. Und die Metallprojektile 6 oder, also 2x6 ist halt Nonsens, brauchst du nicht. Achso, dadurch haben wir eine neue Forschungsstufe erreicht, weil wir bei dieser Expedition das gefunden haben. So, und es wurde gerade gesagt, ich soll noch Windkraftanlagen in Richtung von der Forschungsstation bauen, dann kann ich mich auch schneller forschen.
Okay. Mehr Pflanzen einsammeln. Weil wir einen ungewöhnlichen Fund hatten von irgendeiner Pflanze, die in den Mägen von den Leuten drin sind. Also ist. Eine weitere Tech-Stufe, mein Glückwunsch. Ja, aber die höheren, also die anderen Tech-Stufen brauchen ja mehr Wissen, um da drin zu forschen. Diese Technologie schaltet die Gebäude, Wachturm, Munitionsfabrik und Mine frei. Und für das Produkt Schwefel. Diese Technologie dient zur Verteidigung gegen Plünderer. Man muss übrigens echt viele Miliztruppen einsetzen dafür. Ich hoffe einfach, dass die nächsten Plünderer immer noch Sachen wollen, die ich denen gut geben kann. Oder dass ich vorher einfach das Szenario abgeschlossen habe. Du kannst mir ruhig mal was anderes erzählen, wenn du vorbeikommst. Die Ressourcen habe ich diesmal aber auch wirklich. Ich habe darauf geachtet. Immer wieder eine Freude. %92 der Leute sind ausgebildet. In Produktivität. Voll super, die Recycleranlage. Die ballert mir gerade alles voll. So, ich soll Pflanzen einsammeln noch einmal richten. Jetzt war doch eh gerade die Dürre. Wir müssen dieses Paprikafeld einstellen, weil wir lieber Drogen produzieren wollen. Das war eine schwierige Entscheidung für die Community. Was machen unsere Totengräber eigentlich zurzeit?
Weil ich glaube, hier liegen einen Haufen Leichen auf den Feldern. Das muss wohl so. Ach so, das ist außerhalb unseres Totengräbersgebiet. Sie sterben wirklich außerhalb von vom Friedhof und deshalb werden die Leichen hier eingesammelt. Die arbeiten bis zum Tod und das war's dann. Aber es hat sich auch nie jemand beschwert. Ist das natürlicher Dünger auf den Feldern? Es kam auch nie jemand, hat gesagt, hier liegen überall Leichen rum, kannst die mal wegmachen. Jetzt liegen schon so viele rum, dass das mal auffällt. Und ja, mein Wasser war recht weit abgesackt. Ach, verflucht seist du, Steg. Wobei, das ist gar keine gute Idee, das hier aufzubauen. Lass das lieber. Ich muss die Straße nachher entfernen, da kommt nämlich eine Mine rein. Du bist neu. Diese schäbige Siedlung hat Kram, mit dem ich was anfangen kann. Bei euren Visagen sieht es aus, als wenn du aus Mad Max entkommen bist. Genau den Stoff, das ist deine Visage. Damit machst du nicht gerade den besten Eindruck. Ihr wollt, dass ich 125 Plastik einlager. Dann mach das mal. Und ich soll eine weitere Bewässerungsanlage bauen, weil ich den Setzling in einer guten Umgebung aufbauen soll. Genau, sie ist aus mir entkommen. Nicht du, Mad Max. Der Film Mad Max. Energieüberschuss minus 2000. Ach, da ist fast im Plus. Hauptschule. Hauptschule. Hauptschule staunt. Setz einfach ein Komma, sind es noch minus 2.
Mein Leben ist schon recht einfach. Dieses ständige Motorradfahren in den Kuppeln. Aber es kommt nur einer raus. Also musst du richtig gut sein da drin, was du tust. Boah, ich habe schon wieder zu wenig Wohnungen. Ist mir egal. Wer eine Wohnung will, soll sich anstellen. Haben wir keine deftigen Mahlzeiten zu geben? Ich habe nicht drauf geachtet. Doch, er hat mir, glaube ich, angezeigt, dass ich Essen habe in die Richtung. Oder brauche ich dafür noch die Küche? Ach, dafür brauche ich bestimmt die Küche. Ich habe keine. Guten Abend, Wolfgar. Da ist ja noch jemand wach. Keine Sorge, ich gehe auch nachher schlafen. Falls dieses Szenario ein Ende kennt. Boah, den Sprecher kenne ich aber auch. Die Katastrophe hat gezeigt, wo unsere Fehler waren. Der Fortschritt ist ein Irrpfad. Meine Visionen haben mir einen Ort gezeigt. Lasst uns gemeinsam heilen. Es gibt nur diesen Weg. Ob er einfach alles will. Werdet ihr uns unterstützen oder werdet ihr euch gegen uns stellen? Geh sterben. Ich kann es nicht sehen, aber meine Leute sagen, es ist. Das ist auch ein Raider und der wird mich wahrscheinlich angreifen, wenn ich nicht zahle. Ich hoffe, dass ihr uns bald folgen werdet. Sprecher Christian Brückner, glaube ich. Ja, wo ist der Publisher-Mitarbeiter, wenn man ihn mal braucht? Das hat er bestimmt gewusst. Reicht's mir. Verteidigungsanlagen. Schreib ihn schnell im Discord an. Übrigens, schnell, ich muss hier... Ich brauche hier schnell nochmal Hilfe. Möbelhaus. Natürlich wusste ich vorher schon, dass man Kundschaft einfach losschicken kann. Ich habe das nur nicht gemacht, weil Gründe.
Glaube ich. Du stehst auf Kräuter. Hallo, mein Freund. Alles rostig bei dir? Hehe, ich habe wieder unglaubliche Angebote dabei und bin mir sicher, dass wir diesmal ein noch viel besseres Angebot für dich... Das ist auch eine ganz bestimmte Synchronstimme, habe ich schon auch tausendmal gehört. Ha! Was? Nein, ich bin doch nicht enttäuscht. Jetzt müsste ich es nur schaffen, 125 Plastik in kurzer Zeit zu schaffen. Für beide Parteien eindeutig fairen Tausch enttäuscht. Kann ich mehr Leute mit der Plastiksuche beauftragen, indem ich die anderen deaktiviere? Ja. Christian Brückner, deutsche Synchronstimme von Robert De Niro, Martin Sheen und Harvey Keitel. Kann das sein, dass du einen Synchronsprecher Almanac hast? Schnell bei YouTube gesucht, krass. Hätte ich mal die Solaranlage. Die bringt nämlich richtig viel. Und ich schaffe diese dämliche Forschungsgeschichte nicht. Ja, nicht Forschungsgeschichte, aber ich schaffe nicht genug Plastik einzulagern, weil ich mein ganzes Plastik abgeben musste. All die Arbeit für nichts. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber so ist das leider manchmal. Fastfood-Restaurant wird wahrscheinlich auch kein Saatgut haben. Ein altes Restaurant. Wann wird Proof auf Atomstrom umstellen? Ich glaube, Atomstrom ist nach der Apokalypse nicht mehr verfügbar. Ah, mir fällt gerade wieder ein, was ich jetzt freigeschaltet habe. Hallo Ole Sören, der mir wieder lauter verstrahlte Sachen und Plastik bringt. Ja, bis 10 Minuten... Ach, 10 Minuten, was sag ich? 120 Sekunden zu spät. Oder Kartoffelfalter. Grüße von oben. Und nehmen wir trotzdem ein bisschen Plastik ab. Und beim Recyceln mal die anderen Bereiche wieder anschalten. Erfreut!
Ne, den hatte ich auf den angesetzt. Da war der andere. Bereichere dich an dem Schrottplatz. Und ich glaube, ich kann jetzt Minen bauen. Ja. Die ist für Kohle. Wobei... Moment, stopp. Na, egal, wo ich die baue, die müssen einen relativ weiten Weg zurücklegen. Ich denke mal, hier ist sie ein bisschen effizienter als da ganz oben rechts in der Ecke. Kramladen. Da brennt sogar immer noch Licht im Eckladen. Mine muss in einem Berg gebaut werden, ja. Es muss ja irgendeine Grundkriterie vorhanden sein. Ich gerade nicht. I Dürre. Ja, allerdings habe ich ein bisschen mehr Wasser eingelagert als vorher. Juhu, Sandsturm. Ja, verbesserten Funkmast erforschen. Und dafür kann ich doch nichts, wenn Chloe da irgendwo am Arsch der Welt rumrennt und krank wird. Aber komisch, dass mein Klonie sich geheilt hat mit den ganzen Leichen vorhin. Das sollte nämlich eigentlich nicht der Fall sein. Kannst du abhauen. Du hast nichts, was ich brauche. Oder was ich haben will gerade. Ich hoffe, diese schäbige Siedlung hat Kram, mit dem ich was anfangen kann. Ist auf jeden Fall euer Glückstag. Denn Lizzie Rasmus hat genau den Stoff, den ihr...
Tja. Wie viel schneller wird das Ding jetzt sein im Vergleich zu den Kohlereien? Mit Bar, da werde ich bestimmt keine Samen finden. Falls das Proof sein Mikro spinnt, ja, es kann immer wieder mal passieren. Heute stellt sich das Mikro aber auch an. Aber danke für den Hinweis. Aber ich glaube, ich werde das Szenario heute nicht mehr ganz schaffen. Es hängt gerade ein bisschen mit den letzten beiden von den dämlichen Dingern zusammen. Ach, da unten kann ich jetzt keine Windkraftanlage bauen, weil dann habe ich ja genauso das Stromproblem, weil ich ja neue Gebäude anschließe. Das will ich ja gerade nicht. Wir erzeugen 300 Strom, dann sollte gleich genug da sein, um auch die Forschungsanlage mit Strom zu versorgen und endlich mehr Produktionspower da drauf zu haben. Warum geht eigentlich die Expedition nicht los? Weil zwei Strahlenschutzanzüge nicht vorhanden sind. So, verbesserte Funkmasten, das hat was mit dem Handelsding zu tun irgendwie. Da ich glaube ich schon vorher sehen kann, welcher Händler kommt. Irgendwie sowas stand dabei. Mit dem verbesserten Funkmasten in unseren Handelsposten können wir gezielt Händler kontaktieren. Genau, den nächsten Händler kannst du dann aussuchen. Ist das Mikro jetzt eigentlich wieder okay? Hat keiner mehr geschrieben oder man versteht mich jetzt seit 2 Minuten nicht mehr? Oder länger? Sirenenturm erforschen. Ihr seid lustige Kerlchen. Mir das leichte Knistern kommt vom Spiel. Ich glaube, das soll immer so ein bisschen so dieses Geigerzählergefühl vermitteln. Oder ist es wirklich ein Fehler, den ich einfach so habe? Im Spiel. Generell mal.
kannst mal einen Zungenbrecher aufsagen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Frischers Fritze Fische. Ich kenne keine Zungenbrecher. Verdammt, den Sirenenturm kann ich theoretisch doch schon bauen. So, ich glaube, ich mache für heute erstmal Schluss an der Stelle. Es läuft ja gar nicht mal so schlecht, das kann ich jetzt sagen, weil ich jetzt das Spiel erstmal ausmache.